Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harvesteller. Heute begeben wir uns in den Osten nach Nemea durch die Njordsteppe, wo wir auch die Kühlplatte für Kress besorgen werden. In der letzten Folge haben wir die Quest für Melika abgeschlossen und das Kind aus dem Wald gerettet endlich. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das Kind so sehr übersehen konnte, dass wir 2 Folgen dafür gebraucht haben, das zu finden. Ihr seid alle noch nicht reif? Ihr seid reif. Die sehen voll lustig aus, muss ich mal sagen. Diese aufeinander gestapelte Zwiebeln halt einfach. Haben wir denn noch was da? Ja klar. Weizen. Ich kann Weizen anbauen. Ich wollte gerade schon fragen, haben wir denn was dabei, was ich anbauen kann, nachdem die Zwiebeln jetzt geerntet sind? Gut, dass es regnet, dann müssen wir zumindest nicht gießen. Teile der Zwiebeln lagern wir in unserer Kiste. Die anderen verkaufen wir. Verherstellung. Ihr drei werdet verkauft. Das Essen haben wir dabei. Alles, was wir für die Herstellung benötigen, lagern wir auch erst einmal. Ja. Dann würde ich gerne den Rucksack nochmal neu sortieren. Bewegen. Nach vorne. Ihr könnt in die zweite Reihe, denn tatsächlich brauche ich hier nicht zwingend Samen mit auf der Reise. Huch! Da hat jemand eine Quest für mich, offenbar. So, was machst du denn hier, Kleiner? Ah, Jenny! Es ist wirklich schlimm! Was meinst du? Hey, mach dich nicht über mich lustig. Jetzt ist wirklich nicht der Zeitpunkt. Es ist etwas echt Schlimmes passiert. Ben ist verschwunden. Was? Oh, man kann euch Kleinen aber auch nie aus den Augen lassen. Niemand weiß, wo er hingegangen ist. Nicht mal seine Eltern. Melika zieht bald weg. Er ist wahrscheinlich weggerannt, weil er so traurig darüber ist, dass sie geht. Jenny, du musst mir helfen. Was? Melika? Oh, sorry. Ben ist verschwunden. Niemand kann ihn finden. Seine Eltern machen sich große Sorgen. Ich habe auch nach ihm gesucht, aber ich kann ihn einfach nirgendwo finden. Oh, Ben? Was machst du hier? Nein, das machst du. Was machst du hier? Ich dachte, du ziehst heute um. Ja, aber Ben ist verschwunden und da ist gerade viel wichtiger. Ist schon gut, du kannst gehen. Wir brauchen dich nicht, um ihn zu finden. Oi, sei doch mal nicht so gemein zu ihr. Es ist nicht unbedingt so, als könnte sie irgendwas dran ändern. Dass ihre Eltern halt umziehen müssen, um zu arbeiten. Was? Das ist so gemein. Ich mache mir Sorgen um ihn. Du bist weg, also kümmere es dich. Das ist doch gerade nicht wichtig. Hört auf zu streiten, wir müssen Ben suchen. Ja, Jenny hat recht. Hört auf, mit mir zu streiten. Ich muss Ben finden. Du hörst auch mit mir zu streiten. Ich habe nicht genug Zeit, um sie mit dir zu verschwenden. Wie kannst du sowas sagen? Oh, das ist ganz einfach. Ben könnte in Gefahr sein, Leute. Ich glaube doch sowas nicht, Jenny. Aber Jenny hat recht. Wir sollten uns jetzt vor allem darauf konzentrieren, Ben zu finden. Na schön. Ben zu finden hat oberste Priorität. Zeiten wie diese erfordern... Wie ging das nochmal?
Komm schon, reiß dich zusammen, Van. Gründliche Nachforschungen. Ja, das war's. Reden wir mit Vans Eltern? Das wollte ich auch gerade sagen. Der erste Schritt einer jeden Nachforschung ist, Hinweise zu finden. Gute Idee. Fangen wir mit unseren Nachforschungen bei Vans Eltern an. Die sollten auf dem Marktplatz sein. Versuchen wir es da. Gut, ich dachte, wir haben heute was anderes vor, aber offenbar retten wir wieder ein Kind. Wieder mal Babysitter spielen. Yay! Ist schon wichtig, dass der Kleine nicht irgendwo herumstreunert und vielleicht von wilden Monstern gefressen wird. Also ja, kümmern wir uns um ihn. Ich finde es süß, wie uns die kleine Fee immer verabschiedet. So, liebe Eltern von Wendt. Könnt ihr mir irgendetwas sagen dazu, dass euer Kind verschwunden ist? Da seid ihr ja schon. Bip, bip. Hi, Vans Mama und Papa. Oh, es sind Minika und Van. Jenny ist auch bei ihnen. Minika, Schatz, hast du herausgefunden, wo Vans hingegangen ist? Noch nicht. Tut mir leid. Wir sind gerade hierher gekommen, um sie zu fragen, ob es irgendwelche Hinweise gibt, die uns bei der Suche helfen könnten. Hinweise? Ich hatte Minika vorhin erzählt, dass er ohne ein Wort zu sagen weggerannt ist. Ich bin heute Morgen in sein Zimmer gegangen, um ihn zu wecken, aber da war er bereits fort. Er ist so früh verschwunden? Das glaube ich nicht. Er hat morgens immer die größten Schwierigkeiten von uns allen, aus dem Bett zu kommen. Das ganze Dorf sucht nach ihm, aber bisher gibt es keine Spur von ihm. Ich verstehe. Niemand weiß irgendwas. Es muss doch irgendeinen Hinweis geben. Hat er sich vielleicht irgendwie anders benommen, bevor er gegangen ist? Anders benommen? Nun, er hat gestern nach seiner Schaufel gesucht. Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich dachte, er braucht sie, um mit euch beiden zu spielen. Aber wir hatten uns noch nicht entschieden, was wir spielen wollten. Und ich ziehe heute um, also hätte ich sowieso nicht mitspielen können. Er will das ausgraben natürlich, aber was? Könnte sein. Aber was würde er ausgraben wollen? Ich glaube, ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Hast du? Du kennst den Ort, Jenny. Da, wo wir den hübschen Stein gefunden haben. Ich erinnere mich an einen hübschen Stein. Glaubst du, du weißt, wo wir ihn finden können werden? Naja, ich bin nicht sicher, aber vielleicht. Versuchen wir es. In Ordnung. Ich weiß, dass Jenny bei euch ist, aber seid vorsichtig da draußen, ja? Sind wir! Jenny? Minika, ausrücken. Minika, steh nicht einfach so rum, sonst lassen wir dich hier. Oh, tut mir leid. Ja, gehen wir. Ab zur Njordsteppe. Ja gut, da wollten wir sowieso hin. Vielleicht könnten wir auch da Kress Blätter gleichzeitig finden. Rein da auf ewig. Bin ja schon gespannt, was der Kleine schon wieder ausheckt. Man kann sie ja keine 2 Minuten aus den Augen lassen. Ich meine, was könnte er ausgraben wollen, das verhindert, dass Minika umziehen muss? Na, da bist du. Ich dachte gerade schon, ich wäre allein unterwegs. Mal gespeichert. Und jetzt wird draufgehauen.
So, Samen haben wir bekommen. Steine bauen wir ab. Da drüben wird die Quest weitergehen. Der hat aber... Jetzt hat er den ausgegraben. Und wo ist er jetzt? Menno! Jenny, Minika, seht nur! Wie ich erwartet hatte, hier hat jemand gegraben. Oh ja, vielleicht heißt das, dass Sven hier irgendwo in der Nähe ist. Nun. Oder vielleicht auch nicht. Er scheint irgendwie weitergegangen zu sein. Verdammt, mein Ablenkungsmanöver. Aber wartet. Hm? Sieht mal, da drüben sind Fußspuren. Wirklich? Hier drüben auch. Nackte Fußspuren übrigens. Die hatten keine Schuhe an. Aber was ist mit diesen Fußspuren da? Die ersten gehören definitiv zu Wendt, aber die anderen? Ah, die sehen aus wie Koboldspuren. Oh nein. Das kann nicht sein, wenn ihre Fußspuren so nahe aneinander sind. Bedeutet das, die Kobolde haben ihn entführt. Oh nein, das ist gar nicht gut. Die Fußspuren führen in den Niederwald. Also, sagst du, wenn wir den Fußspuren folgen, gelangen wir zum Versteck des Kobolds, richtig? Wenn du zu viel Angst hast, dann geh zurück ins Dorf. Wir finden Ben doch alleine. Seid jetzt nicht so gemein. Nein, nein, ich habe keine Angst. Ich komme mit. Wendt, Jenny, los, retten wir Wendt. No. Ich bin die Kleine voll süß. Jo, aber erst einmal schauen, ob wir auch die Blätter für die Äpfel hier noch finden. Mit dir. Gut, die werden wahrscheinlich nicht direkt am Anfang der Steppe rumliegen. Hm? Monolithfragmente, cool. Oh, und hier geht's auch nach oben. Ich meine, wir könnten hier trotzdem mal die Steppe so ein bisschen erkunden. Die Quest rennt uns ja nicht davon. Und durch müssen wir so oder so. Da können wir jetzt auch ein bisschen erkunden und die Blätter suchen. Und uns danach wieder zurück nach Lethe teleportieren. Oh, da ist ein Furchtmonster. Und was bist du? Wie hart du. Was genau macht ein Raffiado? Also jetzt gerade habe ich nicht gesehen, dass es uns mit großem Schaden gerettet hätte. Nein, mein Rucksack ist voll. Ich könnte mich heilen. So. Den Saft wollte ich dafür jetzt nicht unbedingt opfern. Ah, Raffiado hat Baumwolle fallen lassen. Nun. Ich brauche vielleicht irgendwann mal einen größeren Rucksack. Karoppesamen erhalten. Ja gut, das hat mir jetzt... jetzt keinen weiteren Rucksackpunkt gekostet. Inventarplatz. Die diese Raffiolos oder wie die heißen, sind hier auch als Furchtmonster unterwegs. Kleiner Windkern. Mann.
Wie wär's, wenn ich dir fallen lasse? Ich kann nichts fallen lassen, glaube ich, oder? Sieht nicht so aus, als könnte ich irgendwas fallen lassen. Okay. Wir haben einen neuen Teleportationspunkt, das ist cool. Wir könnten uns nach Hause teleportieren, damit wir ein paar Sachen ablegen können und wir nicht ständig Items verbrauchen. Ja, leg die Samen ab. Ich weiß gar nicht, warum ich die in den Kampf mitgenommen habe. Was bist du? Kleiner Windkern. Ein kleiner Kristall, der Windattribute besitzt. Du spürst eine kühle, erfrischende Brise, wenn du ihn hältst. Cool. Okay. Jetzt habe ich natürlich den Saft verbraucht. Zurück in die Steppe. Ich meine, wir haben auch noch ganz viele Bären zur Heilung. Nierdsteppe. Yay. Dann direkt zum zweiten Schwächerpunkt teleportieren. Mitte. Müssen wir denn an dem Monster vorbei? Wahrscheinlich schon. Das eigentlich schon auf starten ist. Habe ich gerade aus dem anderen Zimmer gehört. Wundert euch nicht darüber, dass ich das noch so wiederholen musste. Ich glaube, Mako spielt gleich AOD. Es waren vielleicht ein paar viele Gegner auf einmal. Aber hey, kein Problem für uns. Nur die Trauben. Wir sollten halt eigentlich definitiv benutzen, um uns Saft rauszumachen. Ein schwacher, angenehmer Geruch weht von einem Busch herüber. Du folgst dem Geruch zum Busch und findest eine kleine Beere, die darin wächst. Ja, komm. Also ich mir nun später. Als drei Erdbeeren. Doch, der Geruch hat nicht nur dich angelockt, es sind Monster auftaucht, die es auf den Beeren abgesehen haben. Ja, okay. Ich dachte, da liegen jetzt eventuell halt die Blätter. Für die Quest. Haben sie aber nicht. Ja, ich sollte die Trauben eigentlich benutzen, definitiv für Saftherstellung. So rein zum Heilen bringen die sehr wenig. Kühlblätter. Okay, ich habe die Kühlblätter. Dann muss ich nur die E-Steppe noch weiter zu Ende laufen. Ich sehe den Speicherpunkt schon. Das war jetzt auch kein wirklich großes Gebiet, die Steppe. Ich denke mal, das ist tatsächlich auch das Anfängergebiet einfach.
Und wir haben eine Abkürzung nicht, eine Kreuzung nicht genommen. Also wir wissen auch noch nicht, ob es da vielleicht noch weiter ging. Du kannst jetzt auf der Weltkarte durch die Nordsteppe reisen. Na, no, sieht so schön aus. In dem Meer bei den Kirschblüten. Ja, aber wir halten das noch ein bisschen zurück. Und gehen vielleicht doch jetzt erstmal nach Nete. So wie wir es vorhatten. Zu Chris. Solange sie noch wach ist. Bam, 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 bam. Hallo Chris, ich habe, was du von mir wolltest. Chris scheint nicht da zu sein. Die Materialien, die sie angefordert hat, hier lassen? Ja. Wird schon okay sein. Okay. Frau Ärztin. Miss Side Bubi. Aber das Outfit ist schon sehr cool. Oh, Jenny, da bist du ja. Sind das die Zutaten, um die ich dich gebeten habe? Ja, das sind die Zutaten. Ja, ich habe nur ein kurzes Nickerchen gemacht. Es ist schon 7:20 Uhr, da kann man mal ein Nickerchen machen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich war die ganze Nacht wach, deshalb bin ich etwas müde. Ich will dieses Outfit. Wie auch immer, hast du die Materialien? Gibst ihr die Materialien. Wow, du hast sie wirklich bekommen. Ja, wieso? Was meinst du damit? Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, nein, absolut nicht. Ich habe dich schließlich darum gebeten. Alles gut. Ich bin überrascht, das ist alles. Dass sie so einfach besorgen können. Es war jetzt nicht sonderlich schwer, die Blätter zu finden. Ich musste sie immer bei den Händlern kaufen, aber von jetzt an frage ich nur noch dich. Das ist um einiges billiger. Ist der Handelspreis so hoch? Ja schon. Sie sind ziemlich selten und wachsen dort, wo es Monster gibt. Das ist alles, was ich für heute brauche. Danke, Jenny. Dann lass dich von mir nicht weiter stören. Ich war sowieso die ganze Nacht wach, also kann ich auch gleich weitermachen. Und die hier sofort verwenden. Es flasht mich nur immer noch dieser Side-Bubi. Entschuldigung, ich habe das so nicht erwartet hier gerade. Warum warst du die ganze Zeit nach, die ganze Nacht wach? Nun, weißt du, es gibt immer etwas zu erledigen, oder nicht? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ziemlich zäh. Mach dir keine Sorgen um mich. Außerdem bin ich noch jung. Mit Nachtschichten komme ich klar. Findest du nicht auch? Was? Dass ich jung bin? Ach, vergiss es. Es wird kein Weg daran vorbei. Wenn geöffnet ist, kann ich nicht forschen, also bleiben mir nur die Nächte. Verständlich. Was erforschst du denn? Klingt wichtig. Wie bitte? Habe ich das gerade gesagt? Wow, vielleicht brauche ich wirklich etwas Schlaf. Ich rede nur Unsinn. Mach dir keine Gedanken darüber, okay? Vergiss, was ich gesagt habe. Jetzt muss ich mit meiner Arbeit weitermachen. Lässt du mich also bitte allein? Ich schreibe dir, wenn ich wieder deine Hilfe brauche. Bis später. Schon zwei Kristallchen bei ihr. Oh, kleine Flammenkerne erhalten und ein Siedlerwurzel. Cool. Hallo, Frau Seidbuber.
Warum hast du eigentlich deinen Mantel nicht mehr an? Nicht klar, du hast geschlafen. Aber jetzt bist du ja eigentlich wieder im Dienst. Aber ich liebe dieses Outfit, ganz ehrlich. Wenn es da irgendeinen talentierten Schneider gäbe, der mir das schneidern könnte. Ich würde fast alles dafür zahlen. Ich schreibe dir wieder einen Brief, wenn ich dich wegen irgendwas brauche. Okay. Bye bye. So, dann gehen wir nach Hause. Dann am nächsten Morgen in den Jadewald und mit den Kindern nach dem Kleinkind suchen. Aber da hat er sich jetzt reinmanövriert, dann kann er jetzt auch die Nacht noch auf uns warten. So einfach. Lies das Brief. Okay, es geht direkt weiter. Ohio. Okay, du sagst mir nichts Neues. Hier können wir erstmal ein paar Sachen lagern. Rosa Aloe. Ich dachte gerade, das wären Zungen. Ich dachte, was? Als Kochzutat? Eine saftige Aloe. Es ist allseits bekannt, dass sie über hautverschönernde Effekte verfügt. Schön. Ja, komm, dich kann ich lagern. Dich kann ich lagern. Ich werde erstmal alles lagern. Vielleicht können wir auch was kochen. Um uns gleich im Jadewald heilen zu können. Na, da fehlen uns ein paar Sachen. Okay. Ich sollte von den Sachen, die ich anbaue, auch ein paar in die Lagerkiste sperren. So. Huch, wir haben noch ganz viel Weizen zu ernten. Das ist ja schön. Und Gurken können wir auch ernten. Das ist alles auch noch Sternweizen. Okay, dann hole ich mir vielleicht doch noch mal... Sachen aus meiner Kiste. Samen. In erster Linie Samen aus der Kiste. Ja, Samen. Was möchte ich anbauen? Ein paar Robbensamen. Könnte ich ein paar nehmen. Currykraut. Du wächst auch im Frühling. Mehr Zwiebeln? Mais? Mais ist nur im Sommer und Früh und Herbst. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie viele freie Felder wir hatten, deswegen haue ich erstmal raus. So eine schöne bunte Mischung. Sommer, Herbst. Hä? Warum darf ich nicht? Höhlenpflanze. Oh Gott, da gibt es Unterschiede. Wo baut man denn Höhlenpflanzen an? Haha. Den Ort für eine Höhlenpflanze habe ich noch gar nicht gefunden.
Okay, es fehlt nur eine. Gut. Da habe ich ein bisschen zu viel Samen mitgenommen. Wahrscheinlich muss ich mir das mit der Höhlenpflanze erstmal freisprengen, weil wir hatten hier einen Ort, wo wir nur Bomben weiterkamen auf der Farm. Dafür müsste ich auch erstmal wissen, wie ich Bomben herstelle. Frag mich, ob ich das Rezept durch eine Quest oder durchs Finden oder durchs Kaufen bekomme. Das Rezept für die Bomben verschiedener Stufen. So, erstmal in den Jadewald zu den Kiddies. Warum darf ich dich nicht betreten? Ach, hier. Ich bin nur schon so weit gelaufen. Ich speichere kurz. Nachdem wir ja jetzt ein bisschen was erledigt haben. Und let's go! Kinder im Jadewald mal wieder finden. Wäre ja auch. Sprich im Jadewald mit Wendt. Nach rechts. Da lang. Ja, da lang, angeblich. Ich meine, ich weiß nicht, ob mir die Kinder auch gezeigt werden, wenn ich die Quest jetzt nicht aktuell ausgewählt habe, aber es hilft auf jeden Fall. Sie auszuwählen. Dann kriege ich nochmal so einen größeren weißen. Okay. Größeren weißen Pfeil. Du hast mich in eine ziemlich dumme Lage gebracht, Kind. Ah, ich will nicht gegessen werden. Ich schmecke überhaupt nicht. Hilfe, Papa, Mama. Ich brauche Hilfe. Wenn? Minika? Ich mach das. Wendt, geht es dir gut? Ihr seid hier? Wie habt ihr mich gefunden? Erklären wir dir später. Nach sie dir, Jenny. Das habe ich vor. Hier werden er schon versohlen. Niemand verkneift sich an meinen Freunden. Kneift sich, vergreift sich. Aber verkneifen tut sich da keiner. Wir sollten, glaube ich, schnell mal was futtern. Mal eben so eine Steak-Platte futtern. Nebenbei. Level 16. Die waren schon ein bisschen härter. Juhu, du hast es geschafft. Es war so cool, Jenny. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Leute. Dass du jetzt in Sicherheit bist. Du kannst von Glück reden, dass du dich nicht verletzt hast. Du weißt, was du jetzt tun musst, oder? Was hast du dir dabei gedacht, ganz allein hier rauszugehen? Du bist der größte Angsthase von uns allen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht um dich. Deine Mama, dein Papa, das ganze Dorf sucht nach dir. Tut mir leid. Du musst dich bei allen entschuldigen, wenn wir zurück in Nähe sind. Also, was hat dich dazu gebracht, ganz allein das Dorf zu verlassen? Genau, als wir das letzte Mal im Jadewald waren, haben wir riesigen Ärger bekommen, weißt du nicht mehr? Ich habe das hier gesucht. Ist das nicht einer dieser hübschen Steine, die wir beim letzten Mal gefunden haben? Wow, und du hast gleich zwei gefunden?
Ja, bitte, Van. Huch, du gibst ihn mir? Ja, dafür bin ich hierher gekommen. Das kapiere ich nicht. Ich wollte, dass wir alle was Hübsches haben, das uns an Minika erinnert, wenn sie weggeht. Oh. Van, vertragen wir uns mit Minika? Ich will nicht, dass sie uns im Streit verlässt. Wend. Gott, ist das gerade süß. Wer schneidet Zwiebeln schon wieder? Ich will nicht, dass es so endet. Ich will nur, dass wir alle wieder glücklich sind und Minika gut verabschieden können. Hier, Minika. Das ist der Stein, den ich weggeworfen habe. Ich wollte nicht, dass er verloren geht. Also habe ich ihn aufgehoben. Also hier, ich gebe ihn dir nochmal. Danke, Ben. Und wenn es... Das tut mir leid. Beim letzten Mal habe ich ein paar ziemlich gemeine Dinge zu dir gesagt. Mir tut es auch leid. Ich hätte euch sagen sollen, dass ich umziehe. Das ist schon okay. Nur weil du umziehst, heißt das ja nicht, dass wir keine Freunde mehr sein können. Ey, ja, du hast recht. Ja, egal wie weit wir voneinander weg sind, wir bleiben trotzdem Freunde. Ich komme definitiv zurück, um euch zu besuchen, wenn ich älter bin, ja? Und dann streitet ihr euch beide um sie, weil ihr mit ihr zusammen sein wollt. Beide. Das ist dann die Story im nächsten Spiel. Ja, wir kommen dich auch besuchen. Wenn wir älter sind, wird es ein Kinderspiel, dich in Schatolla zu besuchen. Dann haben wir auch keine Angst mehr vor Kobolden. Wir werden so cool sein wie Jenny und sie erledigen. In Ordnung. Leute, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Ja, ich wette, alle machen sich noch große Sorgen. Müssen wir, Mama und Papa werden so wütend auf mich sein. Komm. Die werden schon verstehen, wenn du ihnen sagst, was los war. Nein, sie werden mich doch nicht etwa versohlen. Ich lache mich tot, wie du auf einmal in Panik gerätst. Du hast dich so gut geschlagen. Für einen kurzen Moment hast du sogar fast cool ausgesehen, Bent. Oh, ihr seid so gemein. Kommt schon, Leute, gehen wir. Jenny, komm auch mit. Klar. Wenn du das sagst, folge ich natürlich. Instant, wenn die Monster weg sind. Oh, Entschuldigung. So, weg mit dir. Wollte nicht vergiftet werden eigentlich. Ja, ich bereite euch wahrscheinlich gerade einfach den Rückweg. Da unten eigentlich alle Formen und Kampfarten, die ich bekommen kann. Nee, das sind Buffs. Bin verwirrt. Ich dachte, es wären alle Kampfformen, weil das ja die Zeichen der Angriffe waren, der Waffen halt sind, die ich so habe. Aber nee, das muss ein Buff sein. Weil eben ist eins verschwunden. Und ich habe ja keinen Angriff verloren, sozusagen. Zielbellen. Ach, das ist eigentlich gar nichts. Ich bin jetzt auch zu Fuß nach Schatten und nach Lete zurück. Jo. Dann folgen wir mal der Markierung durch das Dorf. Oh, Herr Bürgermeister, oh nein, meine Stimme. Hm.
Oh, Jenny, du hast gleich alle drei mitgebracht. Melika. Wo warst du? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Tut mir leid, dass ich euch Ärger bereitet habe. Ich weiß, wir wollen bald umziehen. Hauptsache, dir geht es gut. Du bist also wieder da, Wendt. Es tut mir leid, Bürgermeister. Du sollst dich bei deinen Eltern entschuldigen. Ja, Bürgermeister, ich gehe jetzt zu ihnen. Oh, aber Melika muss jetzt auch gehen, oder? Nun, was das angeht, ich muss mich bei dir entschuldigen, Melika. Wie meinst du das? Euer Umzug ist erst einmal abgesagt. Was? Warum zieht ihr nicht mehr um? Wir haben gehört, dass es in Chatolle einen Zwischenfall gab. Also haben wir uns dazu entschlossen, den Umzug zu verschieben, bis sich die Dinge dort etwas beruhigt haben. Heißt das, wir können hier bleiben? Kann Melika bleiben? Ja, wir können weiter zusammen spielen. Oh Gott, meine Stimme. Ich komme mit diesen ganzen verschiedenen Stimmen voll durcheinander. Aber das Geschäft? Genug von all dem komplizierten Kram. Morgen spielen wir. So sieht's aus. Das denke ich mir auch jeden Morgen. Ja, wir alle drei zusammen. Wir können alle wieder zusammen spielen. Juhu, wir sind wieder ein Team. Scheint, als wäre es die richtige Entscheidung gewesen, hier zu bleiben. Sie sehen so glücklich aus. Oh, es gibt keine größere Freude, als das Lächeln auf ihren Gesichtern zu sehen. Wir drei gehören einfach zusammen. Wie süß. Eine Freundschaft haben wir zumindest gerettet. Freunde auf ewig abgeschlossen. Allein im Ratatouille, schön. Na, wie schön sie wieder zusammen hier spielen und rennen und einfach glücklich sind. Na, da geht einem schon ein bisschen das Herz auf. So, dann bleibt doch jetzt nur noch... Ach, ich soll den Brief von ihr noch nehmen. Lies den Brief, ja. Also erstmal nach Hause. Da kann ich auch meine Lagerkiste benutzen. Noch ein paar Gegenstände weglegen. Dann hier die Belohnung abholen für die Sternweizen-Quest. 6 Quests in Nähe. Und Moment. Brief. Darum bin ich hier. Oh Gott, so viele Briefe. Hey Jenny, du kannst kochen, oder? Wenn ja, dann musst du meinem Vater helfen. Ihm fällt seit Wochen kein neues Rezept fürs Gasthaus ein. Und das setzt ihm langsam richtig zu. Ich will ihm helfen, aber ich kann nicht kochen. Also bitte hilf du ihm, Jenny. Wenn du was Leckeres mitbringst, inspiriert ihn das vielleicht wieder. Ich flehe dich an. Essenslieferung. Du kannst Geld und Anleitung durchaus ausliefern, bestimmte Gerichte erhalten. Oh mein Gott, wie cool. Oh. Danke wegen der Früchte. Danke, dass du dich... von Shirin. Warte nochmal, Shirin. Danke, dass du die Früchte für mich geerntet hast. Er mag sie am liebsten, deshalb hätte ich gern welche da, wenn er beschließt, zurückzukehren. Du warst mir eine große Hilfe. Die Frau des Söldners. Ich habe von einem reisenden Händler gehört, dass 2 Soldaten in der Njordsteppe gesichtet wurden. Und mir ist eingefallen, dass er einen Partner dabei hatte. Erzähl zu ihnen von mir, falls du sie treffen solltest.
Vermutlich sind sie es gar nicht, aber trotzdem. Eik. Dank diesem Ohm konnte ich mich wieder mit Mama und Papa vertragen, aber ich konnte mich gar nicht bei ihm bedanken. Ich wollte dich fragen, ob du das machen kannst, Jenny, aber ich wollte es ihm lieber selbst sagen. Ich bin sicher, es ist schon gar nicht mehr im Jadewald, aber ich lege einen Brief an den Ort, an dem wir ihm zusammengespielt haben, falls es zurückkommt. Ich gehe natürlich nicht allein. Ich hoffe, wir können uns eines Tages wiedersehen. Danke, dass du mir diese Zutaten gebracht hast. Es macht alles so viel einfacher, wenn jemand da ist, der hilft. Wie erwartet, werde ich dich um noch ein paar Dinge bitten müssen, um deine Rechnung bei mir abzuzahlen. Apropos, ich brauche tatsächlich eine neue Zutat. Bitte bring mir einen Ring mit Refrostblumen aus dem Jadewald. Okay. Was auch immer das sein soll. Refrostblumen. Aber wir kriegen das hin. Wir haben einige neue Quests, glaube ich. Ah, nur die Refrostblumen und die gelten nicht direkt als Quest. Ei des Himmels. Dann können wir uns doch wieder um die Hauptquest kümmern. Um das Ei des Himmels. Nach Nemea im Osten. Ja gut, das mit Chris' Brief habe ich ja jetzt abgeschlossen. Oder war da noch ein Brief? Nö. Sammle einen Ring mit Refrostblumen im Jadewald und bringe ihn Chris. Und bevor wir nach Nemea gehen, können wir das eigentlich noch schnell machen. Denn Jadewald ist ja jetzt auch keine große Herausforderung mehr für uns. Sammle einen Ring mit Gedöns. Okay. Ich habe auch mal überlegt, einfach alles zu essen, was ich so am Wegesrand finde. Selbst wenn ich denke, das ist ein Giftpilz. Einfach mal sehen, was für eine Auswirkung das auf uns haben wird. Ich meine, vielleicht finden wir auch neue Zutaten auf die Weise. Man weiß es ja nie. Über die Brücke. Erstmal schnappen, was hier liegt. Ja, und ich habe hier noch. Haben wir noch gar nicht runtergelassen? Okay. Na dann. Sonst also müssten wir uns wieder einmal durch den ganzen Jadewald kämpfen. Da ist was zum Wegbomben, da kommen wir noch nicht hin. Du, dich will ich zuerst. Oh ja, gegen dich ist immer sehr effektiv. Hey, wir wurden mal nicht vergiftet. Das ist ein Fortschritt. Da rein. Dorthin. Warten, bis das Ding vorbei ist. So, wir haben irgendeinen Buff oder irgendeinen Schaden. So ein rotes Schwert. Bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Da rechts. Da kann ich doch die Leiter reparieren. Dann müssen wir nicht mehr den ganzen Weg hierhin laufen. Ich glaube, die habe ich nur mal gesehen. Weil ich Angst vor dem Monster hier hatte. Vor dem Furchtmonster. Oh,
und wir haben noch eine Schatzkiste. Hartholz und anderes Gedöns. Und hier haben wir das, was wir für Kress brauchen. Du hältst Rehfrostblumen. Yay! Easy! Ich glaube, ich würde hier mal kurz angeln. Einfach um zu sehen, ob wir hier was Neues fangen können. Ups. Ich habe mich triggern lassen. Entschuldigung, das müssen wir nochmal wiederholen. Komm her, Fischi, Fischi. Na, seht ihr? Man muss sie nur rufen, dann kommen sie auch. Oder eine Krabbe, meinetwegen auch eine Krabbe. Ja, lassen wir den mal vorbeilaufen. Ich will ja an die Treppe da hinten, damit wir nicht komplett durch den Wald rennen müssen, wieder um zurückzukommen. So, runter da. Dann sind wir schon fast wieder am Ausgang. Genau, da ist es. Und jetzt wird gerade Abend. Dass mir das früher mal entgangen ist, wenn oben rechts dieses Tageszeitenwechselsymbol erschien. Wenn es leuchtet, blau. Wie kann es mir entgehen? So, Kress, ich habe Neues für dich. Aber dann, ja, dann gehen wir ins Bett. Aber erstmal bringe ich Kress die Blumen. Hast du eigentlich Öffnungszeiten? Na, oh, neuer Rucksack. Ja, komm, wir haben so viel Geld. Antifeuerring brauchen wir nicht wirklich. Nicht ein Mehl, bla bla. Dinge, die ich mir selbst anbauen kann. Na, jetzt haben wir so eine Reihe Inventar zusätzlich. Das ist doch schon mal ein Anfang. Vielleicht könnten wir uns sogar ein Haustier endlich mal leisten. Und ich würde gerne in der Gaststätte gleich noch vorbeischauen und mal mit dem Vater reden. Da bist du. Sieh ja den Mantel wieder an. Okay. Vielleicht ein bisschen frisch. Jenny, du bist mit den Blumen schon zurück? Kann ich nachsehen, ob es auch die richtigen sind? Ja, sicher. Du gibst ihr die Blumen. Ja, das sind genau die richtigen. Danke. Stellst du etwas aus ihnen her? Nein, sie sind keine Materialien für irgendetwas. Ich wollte sie nur haben. Und schickst mich nur dafür in die Gefahr des Waldes? Es waren die Lieblingsblumen meiner Mutter. Okay, Entschuldigung. Ja, das ist erraten. Das sind die Blumen, die wir immer auf das Grab unserer Eltern legen. Der Händler, dem wir sie normalerweise abkaufen, konnte wegen der derzeitigen Unruhen dieses Mal nicht hierher kommen. Oh, das wusstest du nicht? Ich habe es nicht absichtlich vor dir geheim gehalten oder so. Es ist nur nie zur Sprache gekommen. Dem und ich waren noch Kinder, als Mama und Papa an einer Krankheit starben. Papa war ein ziemlich angesehener Arzt, doch auch er konnte sie nicht heilen. Und natürlich gab es auch nichts, was wir hätten tun können. Wir waren schließlich noch Kinder. Mehr oder weniger? Es war nicht der einzige Grund, aber es war einer davon. Wie auch immer, danke für die Blumen. Ich melde mich bald wieder bei dir. Es gibt ein paar neue Materialien, die du für mich besorgen musst. Ich hoffe, dass ich dir bald etwas Gutes erzählen kann.
Nein, vergiss es. Nun dann, ich habe jetzt die Blumen, also muss ich sie für das Grab vorbereiten. Wir sehen uns später, Jenny. No. Wahrscheinlich setzt sie einfach die Forschung ihrer Eltern heimlich nachts fort. Ich will sie auch einfach ein Heilmittel für genau die Krankheit erfinden, die ihre Eltern getötet hat. Bioflüssigkeit erhalten. Yay! No. Ich warte da mal auf den nächsten Brief. Ach ja, der meckert wieder nur. So, gehen wir zu Papa von Wendt oder Wen. Auf jeden Fall gehen wir zum Papa im... Papa. Ach Gott, wie heißt es nochmal? In der Herberge. Hey, es hieß anders, egal. Das meint die Herberge. Bist du die Herberge? Nein. Da steht aber eine große, fette, rote Kiste, die ich vielleicht mitnehmen könnte. Hallo, ich bin hier nur zu Besuch und ich schaue garantiert nicht in ihre Kisten, wo nur 3 Eier drin liegen. Verdammt. Der Einbruch hat sich ja noch nicht mal gelohnt. Du bist die Herberge und du hast Liefer. Ah, jetzt hat das auch so einen Kochtopf als Symbol. Hallöchen. Oh, es ist Jenny. Du musst Vans Brief gelesen haben. Wie du weißt, haben wir ein paar Probleme damit, eine neue Speisekarte zu entwerfen. Ich hatte gehofft, dass du uns helfen könntest. Lete Frühstück, lete Bergpfanne. Bergpfanne kann ich zumindest herstellen. Kalte Maissuppe, Grill, bla bla, konnte ich auch schon herstellen. Königskuchen, Gemüsemuffin, lete Spezialdinner. Lete Hamburger mit Ei, Laternenkürbiskartoffel. Okay, wenn du eine Bar in einer anderen Stadt eröffnen und dort kochen würdest, wäre ich definitiv dein Stammkunde. Du solltest diese Talent nutzen. Wenn noch jemand neue Rezeptideen braucht, könntest du eine große Hilfe sein. Wenn ich nicht der Einzige hier bin, der nach sowas fragt. Ich habe dir doch gar nichts gebracht. Deswegen war ich gerade so überrascht, dass da noch Text kam. Aber ich kann theoretisch 2 der Rezepte schon mal herstellen. Und habe sie auch schon mal gemacht. Aktuell scheinen mir dafür nur die Zutaten zu fehlen. Übrigens finde ich, dass der Name Vogelböschung total süß ist für unser kleines Häuschen. Und ich kann heute wieder nicht sprechen. Es tut mir sehr leid. Manchmal klappt das mit dem Reden, manchmal halt nicht. Prinzessin Kastanien-Sitzling, schon wieder einer. Ja, irgendwann. Cola und Hack-Sandwiches könnte ich theoretisch herstellen. Mir fehlen mir Pilze. Keine Pilze. Grillblabla, da fehlt mir auch Pilze und Karotten. Karotten baue ich hier aktuell an. Pilze, es fehlen Pilze. Boah, wo habe ich denn Pilze gefunden? Früher hatte ich ganz viele davon. Ah, noch 4 bis zum Geschenk. Ich habe gerade geschaut, ob man das irgendwo lesen kann. Groß und fett steht es über dem Ganzen. Ja nun, noch 4 Stück. Ja gut, das dürften wir bald hinbekommen. Wir gehen erst einmal schlafen. Und dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal nach Nemea.
in die Zeit des Frühlings, in die Stadt des Frühlings, zur Chronomalie des Frühlings. Frühlingshauch, Tag 20. Schön, ich freue mich auf Kirschblüten und eine neue Stadt, die es zu entdecken gilt. Ich hoffe, ihr seid dabei und ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal dann. Bye.